Könnt ihr das hören? Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint gerade, obwohl sie eigentlich gar nicht angekündigt war für heute. Draußen zwitschern so laut die Vögel, dass man sogar bei geschlossenem Fenster die hört. Ich habe jetzt aber trotzdem einmal das Fenster aufgemacht und einmal durchgelüftet. Ich habe heute Morgen schon eine kleine Runde Yoga gemacht und war eben duschen, weil ich mich jetzt dann zurecht mache, denn wir sind heute auf einem 60. Geburtstag eingeladen. Ich habe auch gestern schon was Kleines gebacken. Ich zeige euch dann gleich noch, was ich damit vorhabe. Aber das heißt für mich jetzt einmal volles Programm. Zum einen habe ich mir gerade einmal in der Dusche volles Programm gegönnt mit Peeling und Rasieren und Haarkur und alles, was dazu gehört. Also ich fühle mich jetzt richtig fresh und jetzt werde ich mich einmal schminken, meine Haare machen, mir noch irgendwas zum Anziehen raussuchen. Ich weiß gar nicht, was ich anziehen möchte und ich dachte, ich nehme euch einfach so ein kleines bisschen mit. Ich habe mir jetzt einmal meine Schminksachen geholt. Ich mache heute ein bisschen mehr drauf, weil wie gesagt, wir sind ja ab 13 Uhr beginnt der Geburtstag. Ich bin unsicher, wie lange das geht. Wahrscheinlich länger, mehrere Stunden und dann muss dann Make-up auch ein bisschen länger sitzen, ne? Und falls ihr Bock habt zu wissen, was ich benutze, kann ich euch das sehr gerne mal unten verlinken, wenn ihr da Interesse dran habt. Ich mache jetzt einfach mal, was ich immer mache, nämlich Concealer um die Augen und falls ich irgendwelche, ich sag jetzt mal, Blemishes zusätzlich hätte, würde ich da auch noch Concealer drauf machen. Habe ich aber jetzt zum Glück keine. Das mache ich dann immer schon so ein bisschen grob um die Augen herum. Aber ich verblende es noch nicht so richtig. Und dann benutze ich tatsächlich fürs Gesicht einfach immer nur eine CC Cream. Also quasi eine getönte Tagespflege. Und die hat auch noch Lichtschutzfaktor. Liebe ich. Ist die von Cass. Kennt ihr schon von mir, ne? Die ist auch schon so gut wie leer. Ich glaube, es ist schon meine zweite oder dritte Tube und alle meine Freundinnen benutzen die. Ich habe alle damit angesteckt, aber es macht einfach ein schönes, natürliches Hautbild. Dann mache ich noch ein bisschen Blush gleich drauf. Dann habe ich mich heute für so ein bisschen eine dunklere Farbe entschieden. Bisschen dramatischer darf es ja schon sein. Habe ich gesagt, was es für ein Geburtstag ist? Nee, ne? Es ist der 60. Geburtstag von Davids Stiefmama, wo wir heute hingehen. Und eine Sache, worüber ich mich auch sehr freue, ist, dass dann natürlich Family kommt, die wir tatsächlich in letzter Zeit relativ selten sehen. Die ganzen Festivitäten, wo wir die jetzt alle sehen werden, wieder öfter kommen erst. Weil ich glaube, mehr als die Hälfte der Menschen in unserer ganzen Familie im April Geburtstag haben. Witzigerweise. Also Davids Cousin, Davids Onkel, mein Bruder, unsere Tochter, die beste Freundin unserer Tochter. Dann hatten ja Samuel und sein bester Freund im Mai. Also es ist jetzt dann wieder absolute Geburtstagssaison. Und dann ist ja auch noch Ostern und all diese schönen Dinge. So, Base wäre ready. Dann machen wir mal den Blush drauf, der noch nicht mal in irgendeiner Verpackung eingepackt ist. Ich benutze den einfach immer so. Übrigens, großer Tipp. Wenn ihr Ü30 oder noch älter seid, benutzt Blush nicht wie die Teens, also nicht hier vorne auf den Wänkchen, weil das das Gesicht so nach unten zieht, sondern benutzt den hier hoch. Also quasi an den Seiten hoch, an der Schläfe hoch, denn wenn man den dann da einverblendet, wird das Gesicht ein bisschen nach oben geliftet. Was man so alles lernt auf TikTok, ne? Also, ich benutze meinen Blush nur noch hier nach oben, weil das dann so ein bisschen angeblich einen Lifting-Effekt gibt. Was auch immer. Ich finde es sehr hübsch da. Deswegen mache ich es so. Mache ich vielleicht nachher noch ein bisschen mehr drauf. Aber ich weiß, dass wenn ich mir nachher die Haare gemacht habe, wahrscheinlich die Hälfte sowieso verschwindet. Ich habe das Gefühl, ich habe ein Augenbrauenserum gekauft, dass das sehr gut hilft. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich hatte gefühlt auf der linken Seite, ist es die linke Seite? Ja. Auf der Seite, ich muss nochmal gucken, ja. Auf der Seite hier überall kaum Haare und auch hier vorne sehr wenige im Vergleich zu rechts. Aber wenn ich jetzt so da drauf gucke, habe ich das Gefühl, die Seiten sind ein bisschen gleicher geworden. Also werde ich das auf jeden Fall noch ein bisschen weiter benutzen. Muss ich an den Augenbrauen eigentlich fast gar nichts mehr machen. Ich fülle die nur hier vorne noch so ein bisschen ein. Und dann werde ich mir auf jeden Fall nachher mal einmal die Haare ganz normal mit dem Dyson Airwrap lockig föhnen. Weil das im Moment irgendwie das Einzige ist, was ich an meinen Haaren mag. Merkt man, dass ich mit meinen Haaren nicht so ganz happy bin. Meine Haare und ich, ne? Das ist auch so ein Thema für sich. Naja, auf jeden Fall werde ich das jetzt hier alles einmal fertig machen und euch dann mal noch zeigen, was ich Hübsches anziehe und vor allen Dingen, was ich gebacken habe. Und wie weit bist du schon? Ich gehe so, habe ich mir gedacht. Bademantel ist auch neu. Meine Haare sind auf jeden Fall schon mal gelockt und noch nicht gestylt. Sieht auch noch sehr wild aus. Aber ja, die Tochter braucht eine gebügelte Hose. Normalerweise muss ich ja sagen, übernimmst du das immer mit dem Bügeln. Aber ja. Ich stand gerade blöd. Jetzt muss ich das hier machen. Und dann gucke ich mal, was ich anziehe. Also, mein Mann hat geholfen. Du hast eigentlich alle unsere Outfits ausgesucht. Nee, das von der Mia habe ich ausgesucht. Aber du musst mir helfen. Weil der ist noch ein bisschen eng. Ah, ist schon zu.
Okay, geht. So, noch Jacke drüber. Qual der Wahl. Hier, Option 1. The Weißer. Bouclé-Cardigan. Ich habe letztens, hat der David mir gezeigt, so ein lustiges Reel gesehen über die Kleider-Fashion-Moms, die alle so ein Bouclé-Cardigan. Die sind einfach süß und bequem und schön. Obersten zwei Knöpfe bitte zumachen. Falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, da ist jetzt unter die Designer gegangen. Ne, unter die Stylisten. Designer wusste ja nicht. Ja, ist doch süß. So, jetzt kommt die zweite Option. Die haben wir noch nicht mal ausgepackt. Neues Teil anziehen, da fühlt man sich immer gut. Ich glaube nicht, dass der so gut ist. Das ist quasi nochmal das gleiche, nur in einer anderen Farbe. Aber wesentlich kleiner. We don't like this. Gott sei Dank, ich nehme ihn auch nicht. Okay, dann zieh ich den weißen drüber. Passt eh besser. Keep the white one, yes. Es ist auf jeden Fall sehr elegant geworden, obwohl ich das gar nicht vorhatte. Ich habe meine Haare jetzt auch einfach offen gelassen. Noch ein bisschen Schmuck. Ringeling. Ja, den Langsleeve hättest du mal bügeln können. Nee, das gehört so. Das ist so ein Material, das so das muss so. Was für Schuhe? Laufer oder hohe Schuhe? Sneaker auf keinen Fall. Naja, hohe Schuhe sind halt dann wieder sehr, sehr, sehr elegant. Dann Laufer. Mal schauen, was ich unten habe. Ja, wahrscheinlich Laufer. Auf jeden Fall dachte ich, ich zeige euch noch mein Outfit. So, ich zeige euch dann auch noch, was für Schuhe ich mich entschieden habe. Du musst dein Outfit zeigen. Du siehst auch immer voll gut aus. Du hast noch keine Socken an und deine Haare noch nicht gemacht. Yes. So lieben wir das. Also. Guck, wie cute. Cardigan, Hemd. Schick. Du ziehst auch Laufer an, ne? Yes. Sehr schön. Ich glaube, wir sind jetzt soweit ready. Die Kinder haben sich noch eine Tasche gepackt. Ich werde jetzt als letzte Aufgabe, bevor wir das Haus verlassen, einmal den Kuchen schneiden. Ich zeige euch, was ich gebacken habe. Wir haben einmal normale Schoko-Brownies. Die sehen noch so aus. Ich habe die einfach in einem größeren Kastenform hier gebacken. Und darunter befinden sich Blondies mit Lotuscreme. Swirls obendrauf und die werde ich jetzt alle in so kleine Würfelchen schneiden. Dann habe ich hier kleine Spieße besorgt, dann stecke ich die oben rein. Ich habe noch ein paar Himbeeren und Blaubeeren im Kühlschrank, da kann ich das noch hübsch dekorieren. Dann kommt das hier schön angerichtet drauf und dann nehmen wir das mit. Abstand die unleidigste Aufgabe am in den Urlaub fahren, aber es muss erledigt werden, nämlich Koffer packen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon gesagt habe, aber wir fahren für 4 oder 5 Tage in die Heimat nach Bayern. Wir sind allerdings vor Ostern schon wieder zurück, also es wird nicht wirklich ein Osterurlaub. Aber bevor ich jetzt die Sachen, also ich habe die jetzt gewaschen, zum größten Teil, hier steht überall saubere Wäsche rum. Und bevor die jetzt nochmal angezogen werden, ich glaube, man kennt das, wenn man Kinder hat, werde ich die jetzt mal zur Seite packen, damit wir dann auch wirklich alles haben, was wir brauchen. Und anfangen, das alles rauszusuchen. Ich weiß noch gar nicht, ich habe jetzt auch noch hier so ein Preenager, nennt man die so. Also ein Kind, was schon fast ein Teenager ist, die natürlich absolut selber entscheiden möchte, was sie anziehen will. Das heißt, die hat schon selber angefangen zu packen, muss ich dann aber trotzdem nochmal durchschauen. Und hier liegen überall Dinge rum, die noch gefaltet werden müssen, damit ich die dann auch noch alle mitnehmen kann. Hat doch tatsächlich mein Mann einfach von unten das Telefon in die Hand genommen und mich angerufen. Naja, wir haben alles klären können. Ich werde jetzt mal hier die Sachen auch noch aus dem Ankleidezimmer rausholen, die wir brauchen. Koffer und Badesachen darf ich auf gar keinen Fall vergessen. Ich habe übrigens einen neuen Bikini bestellt, der hier irgendwo rumliegen müsste. Den zeige ich euch auch mal noch. Der ist nämlich tatsächlich sehr, sehr süß. Den will ich mal noch anprobieren. Habe ich nämlich noch gar nicht gemacht.
Eins der wichtigsten Dinge habe ich gerade noch aus dem Ankleidezimmer aus der Schublade geholt. Darf ich auf gar keinen Fall unter gar keinen Umständen vergessen, denn, wie das immer so ist, hat sich für den Urlaub die Periode angekündigt. Aber ich bin ja seit, oh Gott, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren, ich glaube inzwischen seit, es müssen über 5 Jahre sein, stolzer Besitzer der Periodenunterwäsche von The Female Company. Deswegen suche ich mir da jetzt mal noch meine liebsten Schlüppis raus und packe die mit in den Koffer und zeige euch die mal noch. Wenn ihr noch nicht von Female Company gehört habt, dann kennt ihr mich noch nicht so lange. Beziehungsweise, falls ihr einfach noch nichts von Periodenunterwäsche gehört habt, passt gut auf, denn ich bin, wie gesagt, seit 5 Jahren großer Fan. Ich habe alle meine Freundinnen damit angesteckt. Jede von denen besitzt welche und benutzt sie liebend gerne, denn es ist einfach ein wahnsinnig tolles Prinzip. Ihr habt, ich zeige euch jetzt einfach mal irgendeins davon, was ich sehr gerne trage. Das hier zum Beispiel, ja, man mag es nicht glauben, ist Periodenunterwäsche. Sieht aus wie ein super süßer Hipster-Brasil-Slip mit Spitze sogar, hat aber hier unten eine fest eingenähte, saugfeste Einlage, die sich nicht nach nasser Windel anfühlt, wenn man sie trägt, sondern super weich und geschmeidig ist, aber wahnsinnig saugstark. Ihr könnt bei The Female Company auf der Seite nicht nur nach eurer Größe suchen, die es übrigens von, ich glaube, Kleidergröße 32 bis 56 oder so gibt. Also ihr habt auf jeden Fall eine riesengroße Auswahl, sondern ihr könnt auch nach der Saugstärke suchen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel Kleidergröße 40, trage ich meistens. Und hier seht ihr, da sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus Pünktchen. Heißt, diese Panty hier hat eine wahnsinnig lange Saugstärke, bis zu 12 Stunden Auslaufschutz. Also ihr habt einfach keine Probleme, egal ob ihr unterwegs seid, könnt ihr die einfach anhaben. Ihr könnt damit schlafen, was ich liebe. Man hat einfach keine Binde mehr in der Hose, die irgendwie verrutscht nachts oder auch nicht unterwegs. Und es ist natürlich zum einen viel besser für die Umwelt, weil man die Dinge einfach kalt auswäscht und dann in die Waschmaschine schmeißt, sondern das hat auch noch körperliche Vorteile. Zum Beispiel bei mir ganz, ganz krass deutlich, wenn ich keine Periodenunterwäsche trage, sondern zum Beispiel Tampons benutze, was ich sehr selten mache, aber ab und an mache ich das mal, habe ich viel mehr Unterleibsschmerzen. Mit der Periodenunterwäsche kann alles frei fließen, heißt, ich habe eine kürzere Dauer der Periode und es drückt und zieht nicht so viel und ich habe halt einfach eine riesen Auswahl an Schlüppis. Ne? Ich habe hier zum Beispiel noch einen aus der Seamless Collection. Dann habt ihr hier so ganz dünne, zarte Nähte, sieht man auch unter keinen engen Strickkleidern oder Röcken, weil das auch ein ganz tolles Stretchy-Material ist. Dann mein absoluter Lieblingsschnitt ist der hier, der Tanga-Schnitt. Mag man nicht glauben, aber ich liebe es einfach, wenn diese Teile super knapp sitzen und trotzdem läuft da nichts aus. Es gibt auch ganz neue Modelle, die haben hier zum Beispiel am Rand so ein, könnt ihr das erkennen, so ein Gummiband, dass ihr wirklich einen Auslaufschutz habt, falls ihr stärker blutet, gibt es ja auch, ne? Habt ihr dort die Möglichkeit, nach allem zu suchen und allem zu filtern und ich lasse euch sehr, sehr gerne meinen Rabattcode da und lege euch ans Herz, es unbedingt mal auszuprobieren. Wenn ihr das noch nicht probiert habt, das klingt wirklich komisch und erstmal im Kopf seltsam, eine Unterhose anzuhaben, in die man reinblutet, aber ich schwöre euch, es ist nicht so komisch, wie es sich anhört und es ist einfach viel angenehmer. Also probiert es unbedingt mal aus. Mein Rabattcode gilt auf alle Produkte, die ihr dort finden könnt. Also schaut die euch gerne mal an und ja, ich lasse meine Liebsten jetzt mal draußen, damit ich die im Urlaub auch dabei habe. Ich gehe beim Packen übrigens immer so vor. Ich habe jetzt mal die Koffer geöffnet, die dahingestellt. Ich habe tatsächlich auch immer diese Reise-Kosmetik-Etuis in den Koffern drin. Da sind auch noch so ein paar Minis, Haarspray und so, was man nicht in groß mitnehmen muss. Immer noch mit drin und das mache ich dann immer so auf. Und dann lege ich mir auf dem Bett bereit, was die Sachen sind, die eigentlich mitkommen sollen. Da liegt jetzt hier auch zum Beispiel der neue Bikini, den ich, wie gesagt, noch nicht mal anprobiert habe. Es sind noch die Etiketten dran. Da sind auch schon die Schwimmsachen von den Kids und vom David. Und ich werde jetzt dann nachher mal hier so erstmal ein bisschen aufräumen und dann mir hier Outfits zurechtlegen. Hat sich für mich in den letzten Jahren einfach immer am meisten bewährt, vor allen Dingen bei den Kindern komplett fertige Outfits zu packen und auch bei mir. Ich meine, wir sind jetzt nicht lang weg, da kann ich einfach mir 3, 4 fertige Outfits reinmachen. Eine Hose, die ich immer wechsle. So viel zumindest in der Theorie. Tatsächlich bin ich aktuell einfach sehr, sehr unsicher, was Anziehen anbelangt. Ihr habt es ja vielleicht auch schon mitbekommen, es kommt sehr, sehr wenig Mode-Input aktuell, sowohl hier als auch auf Instagram, obwohl ich das ja auf Insta eigentlich habe immer weiterlaufen lassen. Aber in den letzten Monaten ist mir das einfach unwahrscheinlich schwer gefallen, irgendwas Positives an meinem Körper zu sehen tatsächlich. Also es ist einfach eine Phase gewesen in den letzten Monaten, wo ich mich komplett unwohl gefühlt habe in allem, was ich gemacht habe, in allem, was ich angezogen habe, egal. Ich meine, ich habe ja auch meine Haare wachsen lassen und dann habe ich sie mal gefärbt, dann habe ich sie geschnitten.
Dann habe ich irgendwie neue Klamotten gekauft. Und also es ist einfach alles nix Halbes und Ganzes gewesen. Und ich habe dann tatsächlich auch bereits im letzten Jahr beschlossen, dass ich dieses Jahr, also 2024, dafür benutzen möchte, um vielleicht einfach mal mit meinem Körper an einen Punkt zu kommen, bei dem ich mich rundum gut fühle. Ich habe ja, wann habe ich eigentlich meine Bauchdeckenstraffung gehabt? 2021 im Herbst, wenn mich nicht alles täuscht. Also es ist tatsächlich jetzt schon einige Jahre her. Und 2022 war dann so ein Jahr, wo ich einfach mal super happy war mit dem Stand, an dem ich war. Ich habe viel Sport gemacht, ich habe mich fit gefühlt, ich hatte meinen Bauch und das hat sich alles gut angefühlt. Und ich habe mich so sehr bei mir gefühlt. Das war einfach ganz, ganz toll. Und irgendwie hat sich das dann im Jahr 2023 so ein bisschen verloren. Ich habe tatsächlich auch nochmal einiges an Gewicht zugenommen. Ist euch ja vielleicht auch nicht verborgen geblieben. Wobei es mir auch die letzten Jahre und besonders jetzt im Moment überhaupt nicht um eine Zahl auf der Waage geht. Ich kann euch zum Beispiel nur als kleine Anekdote mitgeben. Seit 3 Monaten habe ich sehr, sehr stark meine Ernährung umgestellt. Mache wahnsinnig viel Sport. Also mein Körper hat sich auch absolut total krass verändert, aber die Zahl auf der Waage ist immer noch genau die gleiche wie Ende letzten Jahres. Hat sich überhaupt nichts verändert. So viel also nur zum Thema Gewicht. Ich achte nicht auf die Zahl auf der Waage, aber ich weiß für mich einfach, dass ich an meinem Körperbild für mich nochmal was ändern muss und da arbeite ich sehr, sehr stark dran. Das Einzige, was sich dieses Jahr für mich verändert, ist, dass ich definitiv nicht nur von außen an mir arbeiten kann und möchte, sondern dass ich mir auch Hilfe hole. Also ich habe zum Beispiel diese Woche meine allererste Therapiesitzung, was meinen Körper anbelangt. Ich habe das ja bei euch, vor allen Dingen hier auf YouTube, auch schon angeschnitten, dass es einfach so ein paar Baustellen gibt, die in den Jahren mich immer wieder eingeholt haben. Eins davon ist das emotionale Essen oder einfach Essen als Stresskompensation, als Coping-Mechanism, sage ich jetzt mal, also einfach als Bewältigungsstrategie im Alltag. Und das hat mich vor allen Dingen Ende letzten Jahres nochmal sehr eingeholt. Deswegen muss ich mir da einfach dieses Jahr Hilfe holen, um das in den Griff zu bekommen, weil ich einfach nicht mehr in dieses Karussell reingeraten möchte, weil das natürlich dann wiederum mein ganzes Körperbild, meine ganze Körperwahrnehmung und alles, was da dran hängt, kaputt macht. Also ich bin ja ein Mensch. Nicht umsonst habe ich meinen Job gelernt. Ich habe ja ursprünglich mal Sport- und Fitnesskauffrau gelernt. Man mag es nicht glauben, aber das lag schon auch daran, weil ich jemand bin, der sich sehr gerne mit Körper auseinandersetzt und mit Funktionen im Körper. Und ich wollte ja auch mal Medizin studieren. Also für mich ist das alles ein großes, faszinierendes Thema. Und ich liebe es, gut mit meinem Körper umzugehen und gut zu essen. Und ich liebe es, Sport zu machen, wenn der Sport mir Spaß macht. Also ich bin eigentlich kein bewegungsfauler Mensch, aber ich gerate immer wieder in solche Kreisläufe rein, die mich dazu machen, weil ich mich nicht gut fühle. Also bei mir ist das alles sehr viel mit Gefühlen verbunden und ich glaube, da wäre es sehr schön, einmal jemanden zu haben, der da mit mir dran arbeitet. Deswegen werde ich das angehen und ich weiß gar nicht, wie ich jetzt dazu gekommen bin, so einen Deep Dive reinzulegen beim Kofferpacken. Eigentlich wollte ich euch nur sagen, dass ich nicht genau weiß, was ich für Outfits packen soll, weil ich jetzt gerade in so einem, also ich spüre so seit einer Woche oder so einen Aufschwung, dass ich mich besser fühle, weil ich erste Fortschritte sehe und das Bild im Spiegel passt noch nicht dazu. Hatten wir auch schon das Thema, ne? Also ich fühle mich super, wenn ich mich nicht sehe. Wenn ich mich dann sehe, denke ich mir so, eigentlich hat sich noch gar nicht so viel getan. Deswegen, ja, weiß ich noch nicht so genau, was ich anziehen möchte. Ich bin sehr froh, dass es noch nicht heiß ist. Und dass ich den Bikini nur fürs Hallenbad brauche. Aber ich ziehe den jetzt trotzdem mal für euch an, weil ich habe den bestellt. Und ich glaube, dass ich mir darin gefallen könnte. Also gucken wir einfach mal. Okay, das ist der Bikini, den ich gefunden habe. Und eigentlich ist es genauso, wie ich mir dachte. Ich bin einfach kein Badeanzug-Typ. Das habe ich jetzt nochmal festgestellt. Ich habe einen Badeanzug zu Hause, aber weiß ich nicht. Irgendwie fühle ich mich im Bikini dann doch wohler. Aber wenn man mit Kindern im Schwimmbad ist, vor allen Dingen in einem Hallenbad, da geht es ja auch nicht um irgendwie in der Sonne liegen wie am Strand und bräunen, sondern da geht es ja tatsächlich einfach nur darum, dass man was anhaben muss, womit man schwimmen kann. Und da fühle ich mich einfach wohler, wenn ich ein bisschen mehr Haut bedeckt habe. Deswegen habe ich mich mal nochmal für eine High-Waist-Hose entschieden. Ich habe ja jetzt am Bauch auch nichts mehr zu verstecken. Ich habe ja meine Narbe, aber ist jetzt auch nochmal gut durchtrainiert tatsächlich. Aber trotzdem, weiß ich nicht, fühle ich mich damit einfach irgendwie ein bisschen bedeckter und wohler. Hier so ein bisschen die Dellen und so
Das ist jetzt halt noch so. Lange Badehosen gibt es nicht. Deswegen, wir ignorieren übrigens den Regenbogen hier am Arm. Habe ich mich irgendwo gestoßen. Ja, aber ich glaube, da fühle ich mich doch jetzt ganz wohl, wenn ich so mit den Mäusen ins Hallenbad gehe. Ich kann euch den übrigens auch gerne mal unten noch verlinken, wenn ich den noch finde. Dann könnt ihr da auch mal gucken gehen. Gab es auch als Badeanzug. Deswegen habe ich das mit dem Badeanzug gesagt. Also, falls ihr Badeanzugmäuse seid, lasse ich euch einen Link unten da. Ich habe mir gerade gedacht, wenn wir jetzt hier schon so zusammenkommen und unseren Körper entblößen, zeige ich euch doch einfach gerade mal noch die Panty von Female Company angezogen. Die, glaube ich, habe ich jetzt in den letzten Monaten tatsächlich am allerhäufigsten getragen, weil ich ein bisschen leichtere Blutungen gekriegt habe. Ich beschwere mich nicht, Gott sei Dank. Aber so sieht die dann aus, wenn ich die trage. Eigentlich wie stinknormale Unterwäsche. Und auch die Einlage ist einfach super dünn. Also, ja, da lasse ich euch meinen Rabattcode nochmal da. Aber ich liebe die. Die sitzen einfach so bequem und gut. Und das sieht doch nicht aus wie Periodenunterwäsche, oder? Also, liebe ich. Absolute Lieblingspanty. Kommt mit in den Koffer. So, jetzt haben wir es auch. Es ist nicht mehr der gleiche Tag, natürlich, denn ich habe es natürlich nicht hinbekommen, meinen Koffer zu packen. Das habe ich jetzt gerade last minute erledigt, bevor wir fahren. Heute ist Abreisetag, wir fahren nach Bayern und wie man vielleicht ein bisschen vernehmen kann, ist wegen dem Heuschnupfen meine Nase komplett zu. Auch richtig gut. Ich sehe auch absolut nicht so frisch aus, wie ich das gerne hätte, aber ich habe mir jetzt gedacht, für die Fahrt bleibe ich einfach so. Ich habe auch nur eine Leggings an und mache mich dann zurecht, wenn wir dort sind. Weil wir ja tatsächlich, wenn wir dort angekommen sind, uns direkt mit meiner Mama und meinem Bruder zum Abendessen treffen. Jetzt steht für uns aber noch an, alles, was wir jetzt hier oben zusammengepackt haben, einmal runterzutragen und das Auto zu beladen. Das macht immer gern der David, der spielt gerne Tetris. Ich habe mit den Kindern noch ein paar Serien auf den Tablets runtergeladen und alles, was man halt so macht, damit man auf jeden Fall seine Ruhe hat beim Autofahren. Ich habe diesmal sogar ganz vorbildlich noch einen Steamer mit eingepackt. Mein Mann hasst ja zerknittert hatte Kleidung und ein bisschen Kosmetika, meine ganzen Klamotten. Jetzt muss ich aus dem Badezimmer noch die Zahnbürsten von den Kids und sowas holen.